Dr. Matthias Strolz als Nächster. Dankeschön, Herr Präsident. Geschätzte Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, liebe Bürgerinnen und Bürger, wir verhandeln heute den Abschlussbericht oder die Abschlussberichte zum Hypo-Skandal. Circa 15 Milliarden Schaden für die Bürgerinnen und Bürger, das ist eine astronomische Summe. Zum Vergleich, wenn wir heute die Budgetzahlen gehört haben, im Bildungsbereich geben wir gut 8 Milliarden aus. Das heißt, wir könnten 1,1 Millionen Schülerinnen und Schüler, die wir haben, 6.000 Schulen, 2 Jahre lang sperren, wenn wir sagen, wir haben gerade das Geld ausgegeben, das wir brauchen für alle Schüler dieses Landes, für alle Lehrer, für alle Schulen. Das ist der Unfall in einer Regionalbank. Der ist uns passiert. Und wie konnte dieser Unfall passieren und warum vor allem kann er jederzeit wieder passieren? Das ist das Problem. Hypo kann jederzeit in diesem Land wieder passieren, weil dieser Skandal System hatte und weil dieses System nach wie vor lebt in Österreich. Das ist das Problem. Es ist im Resümee ein dreifacher Skandal. Es ist ein Kriminalfall. Es haben Kriminelle in der Bank, außerhalb der Bank, im Inland und Ausland hier fröhliche Urstände gefeiert. Die haben die Bank abgezockt, moderner Bankraub, auf Teufel komm raus, und denen wurde das auch sehr leicht gemacht. Und es ist auch zu befürchten, dass viele dieser Kriminellen im In- und Ausland noch nicht gefasst sind. Das hat, zweiter Punkt, damit zu tun, dass natürlich die Hypo auch und ganz wesentlich ein Aufsichts- und Justizskandal ist. Es wurde bewusst, politisch bewusst, keine Sonderstaatsanwaltschaft eingerichtet. Es wurden bewusst die Ressourcen für die Aufklärung kurz gehalten. Es wurde bewusst interveniert, welche Staatsanwälte hier ermitteln sollen in Kärnten. All das eine unglaubliche Sauerei, eine Zumutung an die Steuerzahlerinnen und Steuerzahler, die das zu zahlen, zu schultern haben über Jahrzehnte an einem Schaden. Es war hier wesentlich ein Desinteresse an Aufklärung festzustellen, und das hat sich bis in den Hypo-Untersuchungsausschuss hineingezogen. Es war ein Untersuchungsausschuss ohne Zugang zu den Unterlagen der Hypo Alpe Adria. Also jenes Unternehmen, das im Besitz von den Bürgerinnen und Bürgern ist, dem wurde zugestanden, dass sie keine Unterlagen liefern mussten, und das ist natürlich auch eine Zumutung an die Bürger dieses Landes. Warum ist das alles möglich? Warum war auch juristische Verschleppung möglich im Justizsystem? Das war deswegen möglich, weil es politische Komplizenschaft im alten Machtsystem dieses Landes gab und gibt. Das alte Machtsystem, getragen von FPÖ, in diesem Fall ÖVP und SPÖ. Und dieses alte Machtsystem muss weg in diesem Land. Es muss weg. Weil es hier einen astronomischen Schaden verursacht hat, und es ist nur die Hypo systematisch und symptomatisch für dieses alte Machtsystem. Es gab Sorgfaltspflichten, die nicht wahrgenommen wurden, zum Beispiel vom Finanzminister. Wir haben rückverstaatlicht ohne eine Due Diligence, also ohne eine sachlich-inhaltlich tiefe Prüfung. Das würde kein mittelständisches Unternehmen machen, wenn sie ein Unternehmen übernehmen. Bei der Hypo haben wir gesagt, machen wir, brauchen wir nicht. Irgendwie offensichtlich, das Land hat das ohne professionelle Prüfung übernommen. Das ist natürlich vergleichbar, und bei den Summen, die im Raum waren, liebe SPÖ, wäre eine saubere Prüfung umso wichtiger gewesen. Ich weiß gar nicht, warum die SPÖ hier auch ÖVP-Finanzministerinnen und Finanzminister in Schutz nimmt, weil dass die natürlich das verschleppt haben, das ist ja zum Greifen. Es sind Aufsichtsratsvorsitzende zurückgetreten der Hypo Alpe Adria, die übrigens der ÖVP entstammten, weil sie gesagt haben, die Ministerin verschleppt und der Minister verschleppt. Die haben natürlich gesagt, wir müssen abwickeln. Wenn wir es nicht machen, zahlen die Bürgerinnen und Bürger Milliarden mehr. Die Ministerin hat nicht abgewickelt. Sie hat gesagt, ja, ist nicht mein Geld, dann verschleppen wir es weiter. Es war Dilettantismus im besten aller Fälle, wenn nicht bewusste Verletzung von Sorgfaltspflichten. Ja, natürlich. Auch dass interveniert wird im Justizbereich, all das sind Dinge, die sind nicht okay und sind nicht duldbar. Was kann man jetzt daraus lernen für die Zukunft? Wir brauchen natürlich 5 Punkte. Wir brauchen ein Insolvenzrecht für Gebietskörperschaften, auch Bundesländer. Das ist seit Beginn unserer Bewegung eine Forderung der NEOS, und der Bundeskanzler Faymann wollte es nicht, und auch jetzt rücken sich alle. Sie sagen, ja, sollte man machen, aber sie machen es nicht. Das ist das Problem. Wir brauchen Rechnungshofprüfungskompetenzen, Frau Präsidentin, für Unternehmen.
auch unter 50% Bundesbeteiligung, also jene, die 25% aufwärts im Besitz der Bürgerinnen und Bürger sind, soll Rechnungshof reingehen können und schonungslos prüfen können. Wir brauchen eine entpolitisierte, unabhängige Justiz. Das muss endlich umgesetzt werden, ob das Verzicht auf das Weisungsrecht ist und ob das Finger weg von Interventionen ist. Das brauchen wir dringend. Wir brauchen in solchen Fällen natürlich eine Sonderstaatsanwaltschaft. Wann, wenn nicht dann, muss die Republik sagen, es geht um unser Geld, um das Geld der Bürgerinnen und Bürger. Und wir machen jetzt hier eine besondere Kraftanstrengung und schicken eine Sonderstaatsanwaltschaft hinein. Und schlussendlich, letzter Punkt, es ist nicht okay, dass diese Bundesregierung laufend Gewinne privatisiert, aber Verluste sozialisiert, das heißt verstaatlicht, damit den Bürgern aufschultert. Natürlich müssen wir den Mut haben als Politik, so wie es die Amerikaner haben, so wie es manche andere europäische Länder auch schon gezeigt haben, dass wir Banken sterben lassen können. Dort, wo im großen Stil Mist gebaut wird, muss die Politik sagen, dafür ist die Verantwortung zu tragen. Und daher muss es auch für Banken Insolvenz geben, wenn sie keine Lebensberechtigung mehr haben. Die Lehren aus dem Hypo-Skandal für NEOS-Chef Strolz. Es braucht ein Insolvenzrecht für Länder. Der Rechnungshof soll auch Beteiligungen unter 50% prüfen dürfen, Bundesbeteiligungen. Und es braucht eine Sonderstaatsanwaltschaft.